Das ist der Freeway Cup. 16 Teams kämpfen um einen großen Pokal. Und am Ende wird eine Mannschaft ihn gewinnen. Aber wie wird eigentlich festgelegt, wer gegen wen spielt? Als erstes haben wir für die Vorrunde 4 Töpfe hingestellt. Topf Nord, Topf Nordost, Topf West und Topf Süd. Die Namen von allen 16 Teams, die bei uns spielen werden, haben wir in die Töpfe sortiert. Borussia Dortmund zum Beispiel, logisch, in den Topf West, den VfB Stuttgart in den Topf Süd und die Mühlenkreisauswahl in den Topf Nordost. Klar, oder? Jede Mannschaft spielt in der Vorrunde nur gegen Gegner aus anderen Töpfen. Heißt also, jedes Team aus dem Topf West hat in unserer Vorrunde einen Gegner aus dem Topf Nord, einen aus dem Topf Nordost, einen aus dem Topf Süd und dann nochmal nach dem Zufallsprinzip einen aus einem dieser drei Töpfe. Macht dann, gut mitgerechnet, 4 Vorrundenspiele. Welche Spiele da zustande kommen, das haben wir ausgelost. Die Ergebnisse der Vorrunde werden in einer einzigen langen Tabelle erfasst. Von 1 bis 16. Mit Punkten und Toren. Nach der Vorrunde haben wir dort die 16 Mannschaften schön sauber aufgereiht. Mit einem Tabellenführer und einem Tabellenletzten. Dann kommt das Achtelfinale. Mit allen 16 Mannschaften. Da spielt dann der Vorrundenerste gegen den Vorrunden-16., der Zweite gegen den 15. und so weiter und so fort. Das bedeutet, gute Leistungen in der Vorrunde werden belohnt, weil man dann im Achtelfinale einen Gegner bekommt, der vielleicht nicht ganz so stark ist. Nach dem Achtelfinale läuft der Freeway Cup dann im K.O.-Modus weiter. Wer verliert, der fliegt raus und fährt nach Hause. Und am Ende bleiben dann nur noch 2 Mannschaften übrig. Das Finale. Und der Gewinner des Finales, der darf dann den Freeway Cup mit nach Hause nehmen. Ist doch alles gar nicht so schwer. Wir sehen uns beim Freeway Cup.